Guten Abend, hier ist das ausverkaufte Linzer Stadion. Das Herz des LASK-Clubkassiers schlägt höher und auch die Spieler sind sehr froh, dass sie heute dieses Schlagerspiel um UEFA Cup gegen den zweifachen Europacup-Sieger Inter Mailand vor voller Kulisse bestreiten können. LASK in den weißen Hosen, in den längst gestreiften Dressen, das ist die Traditionsdress der Linzer, und Inter blau-schwarz. Kapitän der Italiener ist Altobelli und der Linzer, das war Wolfgang Nagel. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Die Linzer werden gut aufpassen müssen. Er spricht perfekt, vor allem er versteht perfekt Deutsch. Es ist Schiedsrichter Konstantin an der Linie, die Herren Schernei, De Bleckere und der vierte Mann. Es gibt hier bei UEFA Cup Spielen noch einen vierten Schiedsrichter, das ist der Linzer Bernkopp, der verantwortlich ist für Austausch und Notierungen von gelben Karten. Linz feiert heute ein Volksfest wie seinerzeit, als Föst gegen Barcelona spielte. Die Aufstellung des LASK, es fehlen drei wichtige Spiele. Der verletzte Tormann Lindenberger, weiters Gasselich, der noch nicht einsatzberechtigt ist, weil er zu spät engagiert wurde. Auch der Pole Geider ist noch nicht spielberechtigt und Kurt Nagel. Die Aufstellung: 1 Wimmer, 2 Dantlinger, 3 Piesinger, 4 Grüneis, 5 Lehrmeier, 6 Wolfgang Nagel, 7 Gröss, 8 Paseka, 9 Hagmeier, 10 Meister und 11 Hölt. Die Mannschaft Inter Mailands kann man kaum mit der vergleichen, die vor 2 Jahren der Austria unterlegen ist, weil so viele neue Namen dazukamen. In dieser Mannschaft stehen 6 Nationalspieler, darunter 4 Weltmeister, 1 Zenga, 2 Bergomi, 3 Mandolini, 4 Baresi, 5 Colovati, 6 Ferri, 7 Panna, 8 Tardelli, 9 Altobelli, 10 Cucchi und 11 der deutsche Superstar Karl-Heinz Rummenigge. Sie kennen ja sicher aus vielen Fußballübertragungen diese klangvollen Namen im Dress von Inter Mailand. Das zum Beispiel ist Altobelli, Kapitän und Torschütze beim WM-Finale 1982. Erster Schuss durch die Nummer 10, durch den jungen Cucchi, der heute die Spielmacherrolle ausfüllen soll. Und das war auch zugleich die erste Probe für LASK-Tormann Hubert Wimmer, der heute seine erste große internationale Kraftprobe bestreitet. Rummenigge. Die Linzer sind heilfroh darüber, dass die Auslosung es mit sich gebracht hat, dass das erste Spiel in Linz stattfindet. Dadurch konnte man ein volles Haus garantieren. Tormann Zenga, der schon vor 2 Jahren gegen die Austria gespielt hat. Nummer 6 Libero Ferri. Und viele Fußballfreunde hier in Linz fragen sich, wird Inter heute voll spielen oder wird Inter versuchen, ein Unentschieden zu halten, um in 14 Tagen im Rückspiel ein volles Haus zu haben in Mailand San Siro. Zum letzten Mal war das Linzer Stadion beim Derby zwischen LASK und Föst ausverkauft im Jahre 1979. Und die Zeiten, als hier 33.000 Zuschauer untergebracht wurden, das ist schon mehr als 20 Jahre her. Das war beim Spiel Wiener Sportclub LASK im Jahre 63. Wir werden später sehen, dass heute auch Zusatztribünen aufgerichtet wurden. Und das ist eine ganz typische Inter-Szene. Der Ball wird zum Tormann zurückgespielt. Die Italiener haben Zeit. Sie sind auf Sicherheit bedacht. Tormann Walter Zenga, der den berühmten Bordon abgelöst hat. Hubert Wimmer kommt aus Wels, ist 22 Jahre alt. Stammtormann Klaus Lindenberger, ihm wurde heute der Gips abgenommen. Er hofft, im Rückspiel in Mailand wieder spielen zu können. Der LASK-Clubarzt hält das allerdings für unrealistisch. Es dürfte eher ein Wunschtraum des Tormannes sein. Also Wimmer muss sich darauf einrichten, auch das Rückspiel in Mailand zu bestreiten. Sehr gut von Gröss. Hölt. Gegenstoß der Italiener, Ferri. Und der Pass war gedacht für Bergomi. Unter den 25.000 Zuschauern befinden sich auch einige hundert Italiener.
Foul-Freistoß für Inter. Nummer 6 Ricardo Ferri, der heute sein erstes UEFA-Cup-Spiel in diesem Jahr bestreitet, weil er für 4 Spiele gesperrt war nach einem Ausschluss gegen Köln. Er war also in der ersten Runde, als Inter St. Gallen ausschaltete, nicht dabei. Sie sehen selbst, die Linzer gehen sehr hart ins Zeug, das müssen sie auch. Sie wollen den Italienern die Schneid abkaufen, was aber sicherlich sehr schwer sein wird. Pass für Rummenigge. Rummenigge wird heute gedeckt von Dantlinger. Den beiden Spitzen, den beiden Weltklasse-Spitzen der Italiener, wird strikte Manndeckung verpasst. Wir werden das sicherlich noch einige Mal im Verlauf dieses Spiels genau sehen. Hubert Wimmer. Das gibt keinen Foulfreistoß, wie Erwin Hölt gehofft hatte. Rummenigge, der sich weit zurückfallen ließ. Das war Tardelli, Mitglied der Weltmeistermannschaft. Altobelli für Rummenigge. Ball kam noch zurück und Rummenigge hat das ganz schnell überzogen. Kucki. Und den Zweikampf gewann Biesinger, Gegenstoß des Lask. Der gefürchtet harte Colovati nimmt sich genau Max Hagmeiers an. Baresi, auch ein Nationalspieler. Wenn man bedenkt, dass die gesamte Intermannschaft einen Kurswert hat, einen internationalen Kurswert von an die 200 Millionen Schilling, dann wäre es ein kleines Wunder, wenn der LASK sich heute überhaupt halbwegs gut halten könnte. Den 11 Interprofis stehen nur 4 Berufsspieler in der Mannschaft des LASK gegenüber. Im Grunde also völlig verschiedene Ausgangspositionen. Und Sie sehen, dass selbst ein routinierter Spieler wie Bergumme sich auf nichts einlässt und den Ball einfach über die Linie tritt. Ja, diese Flanke von Erwin Hölt war zu nah zum Tor. Ferri. Tardelli. Der blonde Spieler, das ist Piesinger, ein sehr kraftvoller Spieler, der dem LASK sehr wichtige Dienste im Mittelfeld leistet. Baresi. Altobelli, Sie erinnern sich ganz bestimmt auf sein Tor im WM-Finale, als er hineinkam für Graziani, und das ist gefährlich. Fanner hat den Ball verfehlt. Fanner ist leicht zu erkennen, der Spieler mit großer Technik und schütterem Haarwuchs. Bergomi. Kucki. Altobelli, mit einer Körpertäuschung ist er vorbeigegangen.
Großartiger Spieler, dieser vielfache Nationalspieler aus Mailand. Ja, da war ein bisschen faul dabei, aber nicht gepfiffen. Rummenigge attackiert von Lehermeyer. Immer noch Rummenigge. Und das ist gefährlich, das ist gefährlich. Aber zum Glück nur Eckball für Inter. Karl-Heinz Rummenigge, 30 Jahre alt, 83-facher deutscher Nationalspieler. Hinter ihm rechts Paseka und links der lange Dantlinger. Den Eckball tritt wie immer Fanna, der von Meister Verona zu Inter kam. Ein Spieler mit sehr viel Gefühl, Tormann Hubert Wimmer. Fanna. Sie können an den schwachen Resultaten von Meister Verona entnehmen, wie sehr Fanna dieser Mannschaft abgeht. Out für die Italiener. Geschossen hat Giuseppe Baresi. Vier Spieler dieser Intermannschaft standen im WM-Finale 1982 in Madrid. Das war Bergomi, Colovati, Tardelli und Altobelli. Tardelli damals allerdings noch Spieler von Meister Juventus. Und Fanna taucht überall auf, verfolgt von Grüneis, seinem Spezialbewacher. Ah, das war ein Kabinettstück von Altobelli. Hat jetzt Platz am linken Flügel, aber sehr aufmerksam Biesinger, sehr aufmerksam. Christian Lehermeyer, Torschütze in Ostrau. Das war der 1:0 Sieg der Linzer im Rückspiel. Sie haben ja beide Spiele gewonnen in der ersten Runde gegen Panik Ostrau. 2:0 in Linz und 1:0 dann in der Tschechoslowakei. Ja, das war auch das Klügste, was Christian Lehermeyer jetzt machen konnte, zum Tormann zurückzuspielen. Die Linzer operieren im Augenblick mit drei Spitzen, nämlich mit Hagmeier, mit Gröss und dem immer wieder nachstoßenden Höld. Cookie. Baresi kam mit, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass in einer italienischen Mannschaft auch die Außenverteidiger stürmen. Biesinger. Immerhin, man muss es den Linzern zugute halten, dass sie viel riskieren, dass sie schießen.
Hier haben wir deutlich gesehen, dass der LASK versucht hat, sofort den Aufbau des Spiels von Inter zu stören, und zwar mit Erfolg. Hackmeier genau markiert von Collovati. Altobelli, der immer ruschiert, jetzt ist er rechts. Wolfgang Nagel. Piesinger. Alle italienischen Feldspieler mit Ausnahme von Rummenigge und Altobelli haben sich jetzt zurückgezogen. Wieder Wolfgang Nagel, der ja bekanntlich über einen Bombenschuss verfügt. Müsste schießen jetzt. Hervorragend. Wolfgang Nagel, heute Kapitän, weil sein Bruder, der sonst Kapitän ist, wegen Verletzung fehlt. Und Tormann Walter Zenger hat jetzt bemerkt, dass ihm da nicht so ein heiterer Spaziergang heute bevorsteht. Eckball für den LASK. Hackmeier. Und jetzt ein Schuss. Offside. Vielversprechende Aktion der Linzer, die keineswegs sich hier zum Prügelknabeln stempeln lassen. Schiedsrichter Costantin ist sehr genau. Hier noch einmal. Der Schuss von Wolfgang Nagel. Und mit der falschen Hand, mit der rechten Hand hat der Tormann den Ball zum Corner geboxt. Inzwischen Gegenstoß durch Pfanner. Die Abwehr klappt jetzt sehr gut im Augenblick bei den Linzern. Die Aufgabenverteilung stimmt. Dantlinger gegen Rummenigge, Pasecka gegen Altobelli. Cookie. Tardelli. Ja, Tardelli hat heute schon den einen oder anderen Zweikampf verloren. LASK-Trainer Kondert hat auch bei seinen Beobachtungen in Italien festgestellt, dass Tardelli nicht mehr so stark ist wie in seiner Glanzzeit beim WM-Finale. Gröss. Wieder Gröss. Schießt auch gut, wie wir wissen. Aber, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, der Linienrichter hatte die Fahne oben. Abseit. Der Extrabiedler Gröss, der heute den Ehrgeiz haben sollte, begonnen besonders gut zu spielen, weil er ja sich von Rapid ein bisschen abgeschoben fühlt. Baresi, Libero, nein, das ist nicht Ferri, das ist Collovati, den wir ja gut kennen. Collovati, der übrigens gegen Nilagi, als die Austria Inter ausschaltete, nicht sehr gut ausgesehen hat. Der Schiedsrichter gestattet, dass Baresi verarztet wird. Rummenigge und neben ihm Baresi, Nummer 4. Rummenigge, eine Distanz, wo er schießen könnte, aber er wird zu genau markiert. Pfanner.
Das gibt Freistoß für den LASK. Die ersten 20 Minuten haben ein sehr ausgeglichenes Spiel gebracht. Paseka. Die Namen der Verteidiger des LASK, die kannte man ja im Vorjahr noch kaum. Es sind durchwegs Spieler, die von der Jugend mit der Mannschaft gewachsen sind und immer schon beim LASK gespielt haben. Biesinger. Enormer Einsatz von Hölt und von Biesinger. Immerhin wurde diese erste Angriffswelle Inters jetzt abgewehrt. Der hier attackierende Grüneis wird in die Rolle des linken Verteidigers gedrängt, weil Fanner, sein Gegenspieler, meistens über die rechte Seite kommt. Gut gemacht. Schade, schade. Schade, dass Hölt ausgerutscht ist. Man sieht es an vielen Aktionen, dass Inter natürlich die routiniertere Mannschaft ist, die etwas ruhiger spielt. Offside. Foul an Rummenigge. Es sind auch etliche Zuschauer heute aus Bayern gekommen, um Karl-Heinz Rummenigge wieder mal zu sehen. Freistoß für Inter von der Strafraumgrenze am Ball. Fanner, LASK-Tormann Hubert Wimmer. Fanner, angeschnittener Ball. Tardelli und Offside. Offside war Giuseppe Baresi. Die Betreuerbank der Italiener mit Trainer Castagnier, der früher den Stadtrivalen AC Milan betreut hat. Bei Milan ist er jetzt der große Mann des italienischen Fußballs, der Schwede Lidholm-Trainer. Hackmeier, immer verfolgt von Colovati. Diesen Fehlpass hat Wolfgang Nagel in Übereifer produziert, Rummenigge. Aber schon sind die Linzer hinten, es ist kein Platz für einen Konter. Fanner. Altobelli. Mandolin. Ja, und jetzt konnten sich die beiden Linzer Spieler lange nicht entscheiden, wer eingreift. Viel Platz für den Gegenstoß. Meister. Wolfgang Nagel. Hölt hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Rummenigge gegen seinen Schatten, Dantlinger. Oh, ist schon ein Weltklasse-Spieler. Immer noch Rummenigge. Und noch und bravo, Tormann Hubert Wimmer. Grüneis hat sich dabei etwas verletzt. Sie sehen, er hat sich den Kopf gehalten. Das ist Dietmar Grüneis, der diesen freundschaftlichen Klaps von Rummenigge bekommen hat. Grüner ist ein Mitglied der ersten erfolgreichen Schülerligamannschaft Österreichs. Altobelli.
hat seine Sternstunde beim WM-Finale erlebt, als er als Ersatzmann hineinkam für den verletzten Graziani und ein Tor erzielt hat. Ja, solche Spielereien darf man sich nicht erlauben. Aber der belgische Schiedsrichter hat die Situation geklärt. Freistoß für den LASK. Und gerade haben wir die Zuschauerziffer bekommen. Das Stadion ist doch nicht ausverkauft. Die Zuschauer sitzen und stehen ein bisschen locker. 18.000 Zuschauer. Der Grund mag der sein, nicht nur, dass es recht kalt ist, sondern dass in den letzten Tagen immer wieder Meldungen gebracht wurden, dass das Stadion ausverkauft ist. Und da haben sich sicherlich viele Anhänger gescheut, den Weg hierher auf die Linzer Google, wie das Stadion hier heißt, anzutreten. Piesinger. Hagmeier wurde niedergestoßen, aber der Schiedsrichter sagt nein. Foul von Hagmeier. Auslegungssache, wir hätten gerne einen Elfer gesehen, aber... Schiedsrichter Konstantin entscheidet Freistoß für Inter. Bergomi. Das ist Fanna. Ferri. Colovati. Tardelli, der älteste Spieler in der Intermannschaft mit 31 Jahren. Mandorlini. Technisch nicht sehr stark. Meister setzt Hagmeier ein. Hagmeier gegen wen? Natürlich gegen Colovati. Geht außen vorbei. Großartige Chance und der Tormann hat dieses Duell gewonnen. Der Tormann hat das Duell gewonnen. Nummer 10 ist Karl Meister, neben ihm Tormann Walter Zenger. Und hier werfen wir einen Blick auf die Tribüne, wo die italienischen Zuschauer untergebracht sind. Es ist nach UEFA-Vorschriften so, dass die Italiener getrennt werden mussten von den anderen. Ja, man merkt in vielen Aktionen die größere Cleverness und internationale Erfahrung der italienischen Mannschaft. Colovato bietet sich an, aber Altobelli geht. Und das gibt Freistoß für Interentfernung zum Tor, etwas zu weit, um direkt zu schießen, nämlich rund 35 Meter. Sandro Altobelli. Inter hat einen so großen Kader, dass Trainer Castagnier sich erlauben kann, den vielfachen irischen internationalen Brady auf der Ersatzbank sitzen zu lassen. Sehr konzentriert Hubert Wimmer. Ich glaube, wir müssen nicht mit einem direkten Schuss rechnen, zumal Fanna am Ball steht. Vielleicht sehen wir es bei dieser Aktion, wie auch die Italiener genaue Manndeckung praktizieren. Bergomi gegen Gröss und Colovati gegen Hagmeier. Das ist Mandorlini, ein Mann, der nicht unbedingt zur Stammmannschaft gehört. Cucchi, Rummenigge, wird er schießen, jawohl. Aber Dantlinger ist in diesen Ball hineingesprungen und hält. Cucchi. Freistoß nach diesem Foul Piesingers an Cucchi.
nebeneinander Rummenigge und Pfanner, deutscher und italienischer Nationalspieler. Offenbar rechnen die Linzer doch, dass direkt geschossen wird. Pfanner wird auflegen für Karl-Heinz Rummenigge. Hier sehen wir das sehr gut. Nummer 7, Pfanner. Rummenigge. Ferri. Es gibt Torabstoß. Nach genau einer halben Stunde ist im Linzer Stadion noch kein Tor gefallen. Lea Meyer. Grüneis sucht Größ, der leider ausgerutscht ist. Rummenigge lässt sich immer weit zurückfallen. Altobelli gegen Paseka. So, und jetzt ist die Gefahr vorbei. Und was wir bemerkt haben, dass dieser Hubert Wimmer gar nicht so ein Notnagel ist, dass er eine Sache als Tormann sehr gut gemacht hat. Verletzt ist der Gegenspieler von Rummenigge, der sich auch um Dantlinger kümmert. Neben ihm Libero Christian Lehrmeier. Nach diesen vielen Zweikämpfen eine willkommene Unterbrechung für beide Mannschaften. Wir sind in der 31. Minute. Hier noch einmal der Schuss von Rummenigge und die glänzende Reaktion von Tormann Wimmer. Inzwischen steht Dantlinger wieder. Während das Spiel unterbrochen war, kam Trainer Kondert zur Outlinie und hat Karl Meister einen Auftrag mitgegeben, um ihn weiterzugeben an seine Mitspieler. Schade, dass Felix Gasselig, der heute natürlich unter den Zuschauern ist, dass er noch nicht spielen darf. Er wurde zu spät angemeldet. Geschossen hat Karl Meister. Vielleicht erinnern Sie sich an sein Ferschler-Tor im Heimspiel gegen Bane Gostau. Das war damals schon ein ausgesprochenes Gusterstückerl. Und jetzt braucht der LASK einen Mann, der im Mittelfeld das Spiel ein bisschen beruhigt, der imstande ist, auch lange Pässe zu senden an Hagmeier, an Größ. Lehrmeier. Paseka fühlt sich natürlich rechts nicht sehr wohl, er spielt normalerweise linker Verteidiger, wurde aber von Altobelli hier in diese Position des Feldes verschleppt. Noch einmal Siegfried Paseka. Gut gemacht, jetzt ist Ruhe im Spiel der Linzer. Biesinger, schade, und das ist jetzt viel Raum für den Gegenstoß der Italiener. Pfanner. Bravo Christian Lehrmeier, der sich da hier hineingeschmissen hat. Das hat etwas diesen Gegenangriff der Italiener blockiert. Rummenigge. Pfanner. Altobelli. Ja, da ist mir jetzt ein bisschen das Herz stehen geblieben jetzt bei dieser Aktion, aber nach wie vor 0:0, ein gutes Resultat für den LASK. Ob es ein Ziel sein kann, schwer zu sagen.
Austausch beim LASK. Und zwar Malnowitz kommt für Höld, wie es aussieht, aber im Augenblick ist der kleine Pole noch draußen. Rummenigge. Und auch ein großer Spieler wie Karl-Heinz Rummenigge braucht etwas Platz und Raum, und wenn er genau markiert wird, dann ist er nur halb so viel wert. Tadeusz Malnowitz für Erwin Höld. Das Ganze spielt sich ab in der 35. Minute, also 10 Minuten vor Seitenwechsel beim Stand von 0:0. Das Ziel von Kondert kann nur sein, mit Malnowitz, der ein Offensivspieler ist, den Angriff zu beleben. Die Linzer Veranstalter haben sogar einen italienischen Platzsprecher engagiert, der gerade die Meilen der Zuschauer in italienischer Sprache darüber informiert hat, über den Austausch der Linzer. Das ist ein Akt der Höflichkeit. Auch wurden die Italiener in ihrer Muttersprache begrüßt. Man hat ihnen ihre Aufstellung in italienischer Sprache mit den Rücknummern präsentiert. Malnowitz. Gröss. Wolfgang Nagel, leicht zu erkennen an seinen langen Schritten. Und das war italienische Abwehrschule, jetzt diese Ausputzer von Baresi. Ja, jetzt klappt es tadellos schon in der Linzer Hintermannschaft. Das müsste Foul geben, gibt es auch. Foul an Malnowitz durch Cookie. Piesinger. Ei, schade, ein etwas schlamperter Pass von Gröss. Tadelli, Rummenigge. Pfanner hat nach Henz ausgesehen, Altobelli. Ja, im Grunde wundert es mich, wenn man diese klingenden Namen in der Mannschaft der Italiener hört und sieht. Es wundert einen, dass der LASK so gut mithalten kann. Sandro Altobelli, der auch mit Herbert Borrasca seinerzeit gespielt hat. Rummenigge und Brady, das ist ja schon die dritte Generation der Ausländer bei Inter seit der Wiederöffnung der Fußballgrenzen. Zuerst war es Borrasca, später dann Hansi Müller und jetzt Karl-Heinz Rummenigge und der Ire Liam Brady. Malnowitz. Einen recht guten Griff scheint Intertrainer Castagnier mit dem jungen Cookie gemacht zu haben, der heute den Ian Brady vertritt. Cookie ist immer anspielbar, Spieler mit Nummer 10, ebenso wie Pfanner. Baresi. Man sah an diesem Vorstoß von Giuseppe Baresi, dass die Fußballauffassung der Italiener sich doch in der letzten Zeit merklich geändert hat, dass die Außenverteidiger mit angreifen. Colovati, schade, dass da kein LASK-Spieler dahinter stand, der jetzt diese Unaufmerksamkeit von Colovati hätte ausnutzen können. Immer wieder Cookie, ein 20-jähriger Nachwuchsspieler.
Rummenigge, Mandolini. Auch der rechte Verteidiger kommt ebenso wie Baresi auf der linken Seite immer mit. Aber im Abwehrzentrum hält sich der LASK bis jetzt sehr gut. Es kommt selten Hektik auf. Schade nur, dass durch etliche Abwehrspieler immer wieder die Möglichkeit für Gegenangriffe vergeben wird. Foul an Piesinger. Ja, und es sieht so aus, als würde Kondert noch einmal austauschen. Er muss austauschen, denn Köstenberger kommt für Max Hagmeier auf das Feld. Das heißt auf Deutsch, dass Hagmeiers Knie, das Sie hier auch sehen, das verbandagiert ist, nicht gehalten hat. Hagmeier hat eine Knieverletzung. Es gelang ihm zwar, zwei Tore zu schießen in der letzten Meisterschaftsrunde gegen den GAK in Graz, aber gegen diesen harten Gegner, wie gegen so einen harten Brocken wie Kolovati, ist das Knie offenbar nicht belastbar. Austausch also, Köstenberger, ein Jolly Joker des LASK, kommt für Hagmeier. Köstenberger ist kein schlechter Mann, er stammt aus dieser Fußballdynastie aus der Gegend von Steyr und hat als Austauschspieler schon etliche wichtige, spektakuläre Tore erzielt. Noch 5 Minuten im Linzer Stadion, 18.000 Zuschauer warten auf ein Tor, und zwar auf ein Tor des LASK. Tardelli. Christian Lehmeier. Was bei den Linzern klappt, das ist die unmittelbare Abwehr. Was nicht klappt, das sind die Gegenangriffe. Cookie, ich glaube, diesen Namen wird man sich merken müssen. Tardelli sucht Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt schon etliche Zweikämpfe gegen Dantlinger verloren. Ja, kein Spieler, auch kein Weltklasse-Spieler lässt sich gerne so hautnah decken. Hier haben wir Karl-Heinz Rummenigge und neben ihm Klaus Dantlinger, der doch einen Kopf größer ist und speziell bei Kopfbällen daher Vorteile hat. Malnowitz gestoßen und daher Freistoß für den LASK. Noch 3 Minuten in der ersten Hälfte. Foul an Köstenberger, den wir hier ganz groß im Bild sehen, Nummer 13. Ich habe gerade gesagt, Köstenberger stammt aus einer bekannten Fußballfamilie. Sein Onkel hat schon bei Rapid gespielt. Stammt aus der Gegend von Steyr, wie überhaupt beim LASK sehr viele einheimische Spieler aus Oberösterreich zu finden sind. Das ist außergewöhnlich heute im Zeitalter des Legionärstums im Fußball. Freistoß also für den LASK, 2 Minuten vor Seitenwechsel. Gibt aber Eckball für die Linzer, hier haben wir Wolfgang Nagel. Auch der lange Dantlinger, der Manndecker von Rummenigge, ist mit vorgekommen. Gestoßen, faul am Tormann, entscheidet Schiedsrichter Konstantin. Daher Freistoß für Inter. Schiedsrichter, finde ich, bietet eine sehr gute Leistung, sehr ruhig. Hat allerdings bei diesen zwei sehr fairen Mannschaften auch nicht allzu viel zu tun. Vor rund 10 Jahren gab es ja hier im Linzer Stadion ein ähnliches Fußball-Volksfest im Europacup. Damals Meister Föst gegen Barcelona. Verletzt ist Marco Tardelli. Zusammenstoß mit Christian Lehmeier.
Ich wollte gerade sagen, dass es damals vor 10 Jahren auch ein ähnliches Volksfest gegeben hat. Barcelona spielte hier, tat nur das unbedingt Notwendige, erreichte ein 0:0 und gewann dann das Rückspiel hoch. Das war zur Zeit, als der große Johan Cruyff noch bei Barcelona gespielt hat. Eine der letzten Aktionen in dieser ersten Hälfte, Marco Tardelli, und hier noch einmal der Zusammenstoß. Ja, Tardelli fliegt voll auf das Kreuz, das tut höllisch weh. Letzte Aktion wahrscheinlich in der ersten Hälfte, Cookie. Und die Linzer sollten, wenn nichts schief geht, jetzt mit 0:0 in die Kabine gehen. Es sind 45 Minuten gespielt. Und ich glaube, dass das Ziel des LASK in der zweiten Hälfte doch sein muss, noch mehr zu riskieren, um vielleicht doch noch die Italiener zu schlagen. Wir warten darauf, melden uns wieder zu Beginn der zweiten Hälfte. Keine Umstellungen bei Inter. LASK konnte nicht mehr wechseln, weil ja schon in der ersten Hälfte 2 Spieler ausgetauscht wurden, nämlich Hölt und dann Max Hagmeier. Inter spielt jetzt von links nach rechts. Und ich glaube, dass die Linzer jetzt in der zweiten Hälfte mehr riskieren werden müssen. Schade, schade. Gleich mit der ersten Aktion auch die erste Tormöglichkeit. Eckball für den LASK. Im Tor steht Cookie. Eckball durch Wolfgang Nagel, dem Kapitän des LASK. Mag sein, dass der LASK jetzt alles auf eine Karte setzt. Und zweiter Eckball. Selbe Situation wie vor einer halben Minute. Cookie und Tardelli neben Tormann Zenga auf der Linie. Das ist Fanna. Ja, und wir sehen ganz deutlich, wenn man etwas riskiert, dann ist auch die berühmt harte Interabwehr verwundbar. Hier haben wir mit der Nummer 13 Köstenberger. Ich fürchte nur, dass die Interspieler clever genug sind, um jetzt das Spiel wieder in die Hand zu bekommen. Man kann es nicht oft genug vergleichen, in der LASK-Mannschaft im Augenblick kein Nationalspieler mehr, Hagmeier ist ausgeschieden, Lindenberger und Gasselig waren von vornherein nicht dabei, bei den Italienern 4 Weltmeister, 6 italienische Nationalspieler. Marco Tardelli, der hinten immer absichert, Libero Ferri, Altobelli, immer gegen Pasecca natürlich, die Nummer 8 der Linzer. Die Manndeckung auf die Italiener klappt bisher gut. Ja, die Linzer müssen jetzt etwas frecher spielen, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, um eine Mini-Chance für das Rückspiel sich zu bewahren und zu erkämpfen. Bisher jedenfalls gelang es den Mailändern nicht, den Gegner mit Haut und Haar zu verspeisen. Trainer Castagnier von Inter hat noch nicht ausgetauscht, hatte auch keine Veranlassung dazu. War auch kein Foul jetzt in Altobelli, der hat sich fallen lassen.
Das Linzer Publikum steht ähnlich, vielleicht sogar noch fanatischer hinter der Mannschaft wie vor einer Woche beim Länderspiel Österreich gegen Jugoslawien. Die Pfiffe gelten nicht der LASK-Mannschaft, sondern den Italienern, die jetzt etwas Zeit schinden. Gut gemacht von Malnowitz. Grüneis. Köstenberger. Ein sehr quirliger Spieler. Schwer vom Ball zu trennen und faul. Foulfreistoß für den LASK in der 5. Minute der 2. Hälfte. Sicherlich ist ein full fitter Köstenberger mehr wert für den LASK als der vorhin doch angeschlagene Max Hackmeier, der sicherlich nicht 100% seiner Leistung bringen konnte. Wolfgang Nagel, der längere, der kleinere Spieler ist Tadeusz Malnowitz. Nagel. Foul an Kuki. Freistoß für Inter. Wir kennen Tardelli, der jetzt am Ball ist, leicht daran an seinem Verband an der rechten Hand. Rummenigge. Ja, konnte hier auch niemanden anspielen und offside. Malnowitz, ui, das war ein gefährlicher Pass. Köstenberger. Ja, mit Doppelpassspiel, so lässt sich die Abwehr aufreißen, wie hier durch die Nummer 16 des LASK, Nummer 15 besser gesagt, durch Malnowitz. Marco Tardelli, der 83-fach italienisch-internationale. Ein Spieler, dessen Cleverness durch nichts zu ersetzen ist, der im richtigen Augenblick auch den Pass zurückmachen kann. Soweit ich sehe, denkt Trainer Castagnier nicht daran auszutauschen. Inter unverändert weiter mit Tardelli, der jetzt am Ball ist. Fanna immer gedeckt von Grüneis. Meister. Zu steil, zu steil. Nein, doch nicht. Ja, man muss mehr riskieren. Wir erleben das jetzt schon in den ersten 10 Minuten der 2. Hälfte immer wieder. Die Linzer Spieler müssen sich im Klaren sein, dass sie durchaus in der Lage sind, auch einen Gegner wie Inter zu schlagen, zumindest hier im Linzer Stadion. Jetzt wird viel direkter gespielt. Gröss, Biesinger, Foul an Biesinger und Freistoß für den LASK. Das Ganze in der 9. Minute der 2. Hälfte. Links, das ist Biesinger, den Ball abgespielt hat, Wolfgang Nagel. Guter Weitschüsse, aber ja, man muss es probieren, trotzdem.
Am Mund verletzt wurde Hans Gröss, der Rechtsaußen des LASK. Karl Meister zeigt heute sehr viel Kaltschnäuzigkeit. Das ist Meister, der dein Wolfgang Nagel, Piesinger. Foulfreistoß am Ball. Wolfgang Nagel, der Schiedsrichter, muss erst mit den Italienern um jeden Meter bei diesem Freistoß feilschen. Altobelli versucht, seine Mannschaft jetzt zu beruhigen. Alle Linzer Feldspieler über der Mittellinie, auch Libero Christian Lehrmeier. Ja, das wäre so eine Situation gewesen für Köstenberger, der einen ausgesprochenen Torriecher hat und aus solchen Situationen schon das eine oder andere Tor erzielt hat. Grüneis. Ich könnte mir vorstellen, dass der Intertrainer jetzt über kurz oder lang den schon etwas angeschlagenen Marco Tardelli austauschen wird. Die Zuschauer pfeifen zwar, weil Inter den Ball oft zurückspielt, aber gegen die Zeitschinderei und gegen das taktische Spiel Inters der früheren Jahre erleben wir heute eine geradezu offensive Meile in der Mannschaft. Malnowitz. Christian Lehrmeier, der heute bei Weitem nicht so oft in den Angriff vorgeht wie sonst oder wie er es in Ostrau gezeigt hat. Da wollte Passecker den Ball zu Köstenberger heben, aber Sie haben selbst gesehen, Out-Einwurf für Inter. Hier haben wir die Betreuerbank des LASK. Max Hagmeier ist schon umgezogen, ist ganz links gesessen. Pfiffe für diese Freistoßentscheidung für Inter, noch Foul von Grüneis an Fanna. Inter hat ja alles von der Einkaufspolitik her heuer daran gesetzt, italienischer Meister zu werden. Daher hat man Fanna geholt von Meister Verona, Tardelli von Juventus, das ist Fanna. Eckball nach diesem Kopfball von Marco Tardelli. 0:0. Ich brauche es Ihnen nicht eigens sagen. Sie sahen es hinten an der großen Anzeigetafel. Es ist immer Fanna, der die Eckbälle tritt. Wird auch herbeigewunken jetzt von Baresi. Pietro Fanna. Altobelli, glänzender Kopfballspieler. Fanna wollte ein Foul sehen, war natürlich keines.
Schade, das hätte ein ganz schneller Doppelpass werden sollen mit Malnowitz. Eine halbe Stunde also noch im Linzer Stadion, Tor ist noch keines gefallen. Wir haben auch noch keine ganz großen Torchancen erlebt, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja, ein Sieg, selbst wenn er nicht den Aufstieg garantiert, wäre doch ein großer Prestigeerfolg für den LASK. Mit einer einfachen Körpertäuschung hat Fana jetzt Grüneis stehen lassen. Offside. Altobelli offside. Sehr aufmerksam das belgische Schiedsrichtertrio, das hier einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Jetzt kommen auch die Zuschauer langsam in Stimmung. Grüß. Wolfgang Nagel, reiß an. Noch einmal Grüß. Kann hier schießen. Ja, hier haben wir das Rezept, das richtige Rezept deutlich gesehen. Weitschüsse, meine Herren, Weitschüsse. Hans Grüß. Ein verdeckter Schuss, bei dem dem Tormann die Sicht verstellt war. Schade, dass nicht jeder Spieler hier sich gleich getraut hat zu schießen. Tardelli. Rummenigge. Noch einmal Rummenigge kann auf einer Briefmarke einen Gegner umspielen. So, was hat der Schiedsrichter? Lässt weiterspielen? Nein, er hat abgepfiffen. Foul von Cookie war das, glaube ich. Christian Lehermeier. Fanner taucht jetzt immer auf der linken Seite auf, hat in der ersten Hälfte mehr rechts gespielt. Altobelli holt einen Ferschler für Rummenigge, den Ball weiterspielen. Das war schon klasse, diese Aktion, aber... Sehr energisch ist Wimmer hier mit der Faust hineingefahren und daher auch verdienter Beifall. Das ist jetzt die Situation, in der dem LASK eben ein ruhiger Mittelfeldspieler fehlt. Rummenigge, Altobelli ist mitgekommen, wer noch? Tardelli kommt auch. Altobelli legt auf. Und Bergumis Schuss genau auf den sehr gut postierten Tormann Hubert Wimmer. Ferri lässt sich auf keine Spassetteln ein, spielt den Ball in bedrängter Situation meistens zu Tormann Zenger zurück. Auch Marco Tardelli spielt eine sehr diskrete Rolle im Mittelfeld, immer sehr zurückgezogen.
Dantling hat seine Aufgabe bisher sehr gut erfüllt, nämlich Rummenigge genau zu markieren. Foul an Köstenberger von Kuki. Könnte mir vorstellen, dass es eine gelbe Karte gibt. Erste Verwarnung für die Nummer 10 der Italiener Enrico Cucchi, den 20-jährigen Mittelfeldspieler. War eigentlich das erste böse Foul in diesem Spiel. Mir gefällt, dass der LASK jetzt in der zweiten Hälfte versucht, steiler zu spielen. Ja, da wollte sich Größ noch durchstolpern. Wolfgang Nagel, guter Schuss. Der Tormann stand etwas weit vorne am kurzen Eck. Wäre jetzt durch einen hohen Schuss auf das lange Eck sicherlich zu überraschen gewesen. Ja, wenn der Last gefährlich ist, dann mit Weitschüssen. ...20 Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt. Kein Tor, aber doch bessere Szenen als vor der Pause. Mandorlini, der rechte Verteidiger. Foul an Baresi. Fanna. Immer sehr gefährlich sind diese Freistöße des Spielmachers der Italiener, weil sie angeschnitten sind, weil der Ball sich vom Tor wegdreht. Inter kocht im Augenblick etwas auf Sparflamme. Wartet also auf das Rückspiel und ein 0:0 in Linz lässt sich für das Rückspiel sicher sehr gut verkaufen. Köstenberger, Piesinger, Grüneis und Piesinger, diese beiden Blondschöpfe lassen sich leicht verwechseln. Malnowitz, Wolfgang Nagel reißt sicher an, nein, versucht Doppelpass zu spielen. Ja, und jetzt stehen die Italiener hinten sicher. Es gab keine Anspielstation. Foul von Meister, Freistoß für Inter. Und jetzt der Austausch bei Inter. Für Cookie kommt der vielfache irische Nationalspieler Liam Brady. Brady ist ein bekannter Mann der internationalen Fußballbühne, hat bei Arsenal in London gespielt, dann bei Juventus, bei Sampdoria und jetzt bei Inter in Mailand. Sie hören sicherlich den Service hier der Linzer Veranstalter, die in italienischer Sprache diesen Austausch für die Fans aus Mailand ankündigen lassen. Damit hat Brady jetzt in der
24. Minute der zweiten Hälfte seinen Stammplatz sozusagen zurückerobert, denn Kuki hatte ja für ihn gespielt. Meister. Nein, kein Eckball, out für die Linzer. Man muss es ehrlich sagen, dem LASK fehlen die spielerischen Mittel, um die Interabwehr ausspielen zu können. Daher das richtige Rezept, das wir auch schon oft gesehen haben, Weitschüsse. Die letzten 20 Minuten beginnen im Linzer Stadion. 0:0, vielleicht geht sich das eine oder andere Tor für den LASK doch aus. Ganz danach hat es bisher nicht ausgesehen, weil die Italiener einfach zu routiniert sind. Aber sie sind in Bedrängnis zu bringen. Malnowitz gegen Fanna. Gut gemacht und faul. Nein, Vorteil. Wessen Vorteil soll das eigentlich sein? Altobelli. Tut sich im Dribbling gegen Passecker sehr schwer, dieser Altobelli. Seine Stärke liegt im Antritt. Fanna. Unnötig verursachter Eckball jetzt für Inter Mailand. Der blonde Nummer 4, das ist Dietmar Grüneis. Und Offside, ja. Sie sehen wir hier auf der Anzeigentafel, die Zuschauer über den Austausch informiert werden. Immer wieder versuchen rechts Piesinger und Grüneis zusammenzuspielen. Gut gemacht. Das war Wolfgang Nagel, der Meister-Weitschütze in der Mannschaft des LASK. Altobelli. Sehr mutig der Linzer Tormann. Foul von Kolovati und es gibt die zweite gelbe Karte nach Kuki, den der Trainer gerade herausgenommen hat, erhält Eisenfuß Kolovati. Die Verwarnung, Sie wissen ja, im Europacup zwei Verwarnungen, zwei gelbe Karten bedeutet automatisch Sperre für einen Spieler. Schiedsrichter ist sehr aufmerksam, er durchschaut auch die kleinen Fouls der Italiener. Fulvio Kolovati hat schon genügend große Spieler in seiner Karriere abmontiert, nicht immer mit den feinsten Mitteln. Karol Meister. An diesen Szenen können wir auch deutlich erkennen, warum der LASK einen Mittelfeldspieler wie Felix Gasselig engagiert hat, einen Mann, der den langen Pass beherrscht, den Ball halten kann. Das ist eindeutig das Manko der Linzer Mannschaft.
Foul von Paseca an Altobelli. Note 1 nach wie vor für die Abwehr des LASK, die in den drei bisherigen Europacup-Spielen, wenn man dieses Spiel mit einbezieht, noch kein Tor kassiert hat. Im Grunde haben sich die Linzer ja keine Illusionen gemacht, in dieser zweiten Runde Inter rauswerfen zu können. Pfanner. Ja, und leider ist LASK nicht imstande, solche Fehler der Italiener mit einem schnellen Gegenangriff auszunützen. Kommt jetzt der obligate Rückpass, jawohl, und es gibt daher auch Pfiffe für Giuseppe Bergomi. Aber insgesamt muss man sagen, dass Inter Mailand bei weitem nicht so defensiv spielt, wie man es auswärts gewöhnt ist von einer italienischen Mannschaft im Europacup. Das Linzer Publikum klatscht die LASK-Viertelstunde ein, wenn man diesen Ausdruck entlehnen darf aus der Fußballsprache. Da gibt es ja die berühmte Rapid-Viertelstunde. Bis jetzt hat Malnowitz auch noch nicht diese Impulse im Angriff gegeben, die man von ihm erwartet hat. Das ist Liam Brady, der Ire. Altobelli. Mandolini zeigt auf mit der Hand, bekommt auch den Ball. Tardelli. Ja, Tardelli ist ein Schatten von einst, muss man sagen. Großartig und offside. War. Nein, nein, selbst wenn es ein Foul wäre, der Schiedsrichter hat schon längst abgepfiffen. Köstenberger und Wolfgang Nagel verstehen die Fußballwelt nicht mehr, aber der Linienrichter hatte die Fahne oben. Das Spiel war schon unterbrochen nach meiner Meinung etwas zweifelhaften Offside-Entscheidung. Daher konnte er dieses Foul oder Nicht-Foul des Tormannes nicht mehr ahnden. Daher indirekter Freistoß für Inter wegen Offside. Foul von Paseca an Altobelli aufgestützt, das ist die Meinung des Schiedsrichters, der im Augenblick den Zorn des Publikums auf sich geladen hat. So schön wäre es gewesen, wenn den Linzern jetzt dieser erste Treffer gelungen wäre. Gibt natürlich Freistoß für den LASK.
Meister. Anspielbar ist wer? Aber Meister geht allein. Er riskiert jetzt etwas. Und die nächste gelbe Karte für Karl Meister diesmal. Bei allem Ärger des Linzer Publikums, der Schiedsrichter ist einer der souveränsten Akteure heute auf dem Spielfeld des Linzer Stadions. Zehn Minuten bleiben uns noch, um auf ein Tor zu hoffen. Hier haben wir in Großaufnahme Karl Meister. Etwas enttäuscht bin ich von den großen Spielmachern der Italiener, wie Fanna, der zwar einige gute Freistöße geschossen hat und Eckbälle, aber dem der große Pass im Fuß stecken geblieben ist sozusagen. Biesinger, ein kraftvoller Spieler, der jetzt noch etwas zusetzen könnte und müsste. Größ, Größ! Tor! Na, ist das schön? Ist das nicht schön? Hoffentlich verletzt er sich nicht bei diesem Begeisterungstaumel. Hans Größ. Ein Blick in das Gesicht des geschlagenen Walter Zenger. Größ. Vorbei an Bergumi und Schuss mit dem linken Fuß. Der Tormann stand ganz fest auf dem rechten, weil er offenbar einen Schuss ins kurze Eck erwartet hat. Noch einmal. Größ löst sich von Bergumi. Und nimmt Maß mit dem linken Fuß. Tormann Zenger steht auf dem rechten, berührt den Ball noch etwas. Und jetzt werden die Zuschauer natürlich hier schon etwas hochmütig fast. Sie schreien Zugabe, Zugabe. Und nichts würde uns mehr freuen als eine Zugabe in Form eines Tores. Malnovic, schneller, schneller. Ja, jetzt bin ich neugierig, ob die Italiener jetzt noch versuchen werden, wenn sie es können, überhaupt noch einen Zahn zuzusetzen. Rummenigge, der viel schuldig geblieben ist. Brady. Ich glaube, ich bin fast sicher, dass Inter jetzt in den letzten Minuten das Tempo verschärfen wird. Jawohl. Und das gibt Torabstoß. Das sind wieder ein paar Sekunden Zeit. Da kann man Luft holen, da kann man sich erholen. Karl-Heinz Rummenigge. Ich bin fast sicher, dass Dantlinger gegen Ende des Spieles Rummenigge um das Leibchen bitten wird. Es ist ja ein sehr schöner Erfolg für den Linzer Vorstopper. Rummenigge so lang in Schach gehalten zu haben. Ja, wenn man mit 1:0 jetzt nach Mailand fährt, so ist das keine ganz so aussichtslose Position mehr wie mit einem 0:0. Und im Fußball gibt es zum Glück Wunder. Wenn es bei diesem 1:0 Stand bleibt, dann muss Inter im Heimspiel zumindest 2 Tore schießen. Mandolini. Sehr genau ist der Schiedsrichter. Ja, das war Foul von Pasek an Altobelli, der sich beim Schiedsrichter beschwert, immer unfair attackiert zu werden. Aber das ist eben der Europacup-Fußball. Sehr souveräne Gesten des belgischen Schiedsrichters, der keine Hektik aufkommen lässt, auch nicht in den letzten 6 Minuten dieses Spieles in Linz beim Stande von 1:0 für den LASK.
Pfanner, weil Grüneis ausgerutscht ist. Um Himmels Willen, jetzt doch kein Tor für Inter. Nein, 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 Hens, Hens, Hens. Und damit Freistoß für den LASK. Hans Gröss war heute endlich sein Geld wert, das er gekostet hatte. Wurde ja von Rapid hierher nach Linz geholt. Ich glaube, Sie stimmen mit mir überein, dass LASK diesen Führungstreffer verdient hat, vor allem durch die sehr risikoreiche Spielanlage in der zweiten Hälfte, auch wenn es nicht alles so geklappt hat, wie wir es gehofft hätten, aber es war einfach die Dynamik, die hier belohnt wurde. Beifall für Grüneis, der hier hineingerutscht ist vor Pfanner. Inter schaltet jetzt in den Schlussminuten total auf Offensive, auch das ist für eine italienische Mannschaft höchst ungewöhnlich. Mandolini. Malnowitz, Köstenberger, Steilpass für Malnowitz, hat er noch den Ball, ja, 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 der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Noch 4 Minuten im Linzer Stadion. Ich glaube, dass keiner der 18.000 Zuschauer, sofern er aus Linz und Umgebung kommt, es bereut hat, hierher gekommen zu sein. Gemessen an den spielerischen und finanziellen Möglichkeiten des LASK ist dieser 1:0-Sieg eine kleine Sensation. Auch wenn man fairerweise zugestehen muss, dass die Italiener eher sparsam, wenn ich so sagen darf, gespielt haben, dass sie ihre Dynamik aufheben für das Rückspiel vor eigenem Platz. Und ich glaube, dem Clubkassier von Inter ist dieses Resultat sogar recht, weil jetzt dürfte ein ziemlich volles Stadion in 14 Tagen in Mailand San Siro garantiert sein. Inter Mailand ist hier nicht gerade für seine Auswärtsstärke berühmt. In den letzten 13 Europacup-Spielen haben die Mailänder auswärts nur einmal gewonnen. Das war gegen Köln, glaube ich. Brady, guter Schuss, guter Schuss. Zurück ins Tor, lieber Wimmer. Karl Meister hat seinen Tormann hier jetzt mustergültig abgedeckt. Wie lange haben wir noch zu spielen, wenn der Schiedsrichter korrekt abpfeift? Es sind noch genau 2 Minuten. Hoffentlich ist das keine wirklich ernsthafte Verletzung des Linzers Dietmar Grüneis. Schmerzhaft war der Zusammenstoß auf jeden Fall. Wir haben seinen Schrei bis hier herauf zu uns auf die Tribüne gehört. Die Zuschauer quittieren es mit Pfiffen, dass bei einer Wahl für den goldenen Fußball in diesem Spiel bei Inter gerade Karl-Heinz Rummenigge ausgezeichnet wurde. Auf Linzer Seite war es Tormann Hubert Wimmer. So, und jetzt sollte in der letzten Minute dieses Spieles nicht mehr allzu viel passieren.
Jetzt brauchen wir vollste Konzentration in der letzten Minute. Noch eine Gelegenheit, noch einmal Größ. Und Libero Ferri hat sich auf nichts eingelassen, hat ganz kühl den Ball über die Seitenlinie gerollt. Letzte Gelegenheit für den Lask in den letzten 30 Sekunden dieses Spieles vielleicht. Nein, der Linienrichter sagt out und out für Inter. Hat ein bisschen gerochen nach Foul an Hans Größ, dem Torschützen. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, egal wie die Endabrechnung in dieser zweiten UEFA Cup Runde ausschauen wird, es war ein ganz großer Prestigeerfolg für den LASK, dem dieser Erfolg Auftrieb geben sollte, es international auch weiter zu versuchen. Pfanner. Brady. Das Spiel ist zu Ende. Der LASK schlägt Inter Mailand durch ein Tor von Hans Größ aus der 81. Minute mit 1-0. Das bedeutet im Rückspiel in 14 Tagen in der Hölle, man kann es sagen, in der ausverkauften Hölle von San Siro, dort ist das Publikum ja von einer unglaublichen Brisanz. Dort müssten die Italiener jetzt schon zwei Tore schießen, um den LASK auszuschalten. Großer Erfolg für den LASK, 1-0 Sieg. Danke fürs Zuschauen, auf Wiederschauen. Herzlichen Glückwunsch, Hans Größ. Sie haben dieses 1-0 geschossen. Wie war das genau? Sie sind doch verkehrt angespielt worden, haben sich blindschnell umgedreht. Das ist richtig. Ich habe einen Pass vom Mittelfeld bekommen, habe mich umgedreht, habe zwei oder drei Italiener ausgespielt und scharf halb rechts in das Eck geschossen. Meiner Meinung nach hat sich auch der Torhüter ein bisschen verrechnet, aber das ist egal. Das Tor habe ich geschossen und das zählt. War er nicht ganz unhaltbar? Naja, das kann man nicht sagen. Das ist egal. Andere Stürmer schießen auch Tore, die oft haltbar sind. Aber ich bin sehr zufrieden und ich bin auch sehr froh, dass mir mal endlich ein Tor geglückt ist, das auch zählt. Hans Größ, jeder hat gelächelt, wenn einer über einen Sieg über Inter Mailand vor dieser Begegnung gesprochen hat. Jetzt ist es passiert, diese Millionentruppe geschlagen, überglücklich nehmen. Ja, das ist richtig. Und man hat gesehen, mit einer Kampfkraft, was in unserer Mannschaft eigentlich überhaupt steckt. Nicht nur der vierte Tabellenplatz und ich hoffe, dass uns gegen Rapid jetzt am Samstag dann eine ähnliche Leistung gegen Rapid. Ja, richtig. Da muss man ja dazu sagen, dass Max Hagmeier so bald ausgefallen ist. Ja, das ist sehr schade um den Max, der hat eine Meniskusverletzung wieder. Ich hoffe, dass der Max bald wieder gesund wird. Kann man über Chancen für das Rückspiel in 14 Tagen in Mailand sprechen? Ja, sicherlich, die Chancen sind intakt. Wir sind seinerzeit einmal mit Rapid, mit einer Rumpftruppe nach Manchester gefahren und haben dort auch 1-0 gewonnen. Und die Chancen sind intakt. Ich glaube, jetzt stehen sogar die Chancen 50-50. Möglich ist alles. Möglich ist alles, ja. Ich habe schon von vornherein gesagt, dass es nicht unmöglich ist, zu Hause zu gewinnen. Ich habe Inter gesehen. Sie hat ab und zu Auswärtsschwierigkeiten. In der ersten Halbzeit hat für mich Inter sehr, sehr gut gespielt. Aber als wir zweite Halbzeit die Scheu abgelegt haben und noch mehr gekämpft haben, hat man gesehen, dass auch Inter zu bezwingen ist. Und ich finde, dass dieses 1-0 voll und ganz in Ordnung geht. Wir haben nicht unverdient gewonnen. Es ist ja unglaublich, wenn man sieht, wie ein Dantlinger einen Karl-Heinz Rummenigge deckt, wie ein Abaseka einen Alto Belli immer Griff hat. Ja, es ist für diese Spieler einfach eine Motivation, gegen so namhafte Spieler zu agieren. Man steigert sich noch mehr, man kämpft verbissen. Man ist sehr, sehr konzentriert und der auch diese gute Leistung dieser jungen Burschen. Inter hat einige Male das Können aufblitzen lassen. War dieser 1-0-Sieg aus Ihrer Sicht verdient? Für mich war er verdient, ja. Warum? Aufgrund der Möglichkeiten dann doch nach der Pause? Ja, wir haben zweite Halbzeit, glaube ich, doch mehr das Spiel bestimmt als Inter. Und daher geht für mich dieser Sieg in Ordnung. Wie schaut es mit Max Hagmeier aus? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, es wird Schwierigkeiten geben mit ihm. Man sieht, dass er nicht voll fit ist. Wie sehen Sie dem Rückspiel in Mailand entgegen? Gelassen. Das heißt also, Chancen sind da? Na, wir fahren hin. Wir können überhaupt nichts verlieren. Man hat auch auswärts schon einen Punkt des Öfteren gemacht. Warum sollte es uns nicht gelingen, auch dort gut abzuschneiden?